Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, auch wenn ein paar Namen hier so schlecht übersetzt sind oder überhaupt übersetzt sind. Was zur Hölle? Was tut der hier draußen? Was macht ihr wieder für ein Schweinescheiß? Ja, yeah, was will, was auch immer das Institut will. Ja, den Hund gekillt. Kann ich euch irgendwie helfen, Leute? Wilder Mischling, also nur ein paar, okay. Wir haben nicht mehr so viel Schuss, deswegen gehen wir auf den Torso. Müsste eigentlich auch reichen. Ja, schön. Der kritische Schlag war jetzt total billig und total scheiße. Brennt halt alles, mir auch egal. Sag mir nicht, dass der Turm... Der Turm ist jetzt feindlich geworden! Ach, so ein Scheiß, ey. Machen wir nochmal. Gehen wir einfach direkt nach der MCD, Leute. Das ist doch kacke. Ich habe 90% nur die Gegner getroffen und so ein bisschen den Typen angefackelt. Mein Gott, dann gebe ich jetzt in den Aufzug. Soll ich mal nicht so anstellen, ey. Mann. Die sind echt empfindlich hier. Und der geht aber ganz schön schnell ab hier. Guck mal das an hier. Oh, scheiße. Was für ein Aufzug bin ich denn hier gelandet? Bürgermeister McDonough war immer gegen die Minutemen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Donahue. Toll, hier darf ich nicht stehlen. Was zur Hölle ist das denn, der Aufzugknopf? Wow, Leute. Ist das geil oder ist das geil? Also das ist mal eine richtige Stadt. Richtig cool. Im Grunde ist die erleuchtet. Ach, die ist in dem... Die ist im Stadion, haben die das gemacht. Na gut, das ist immer gut zu verteidigen eigentlich. Das Klemmbrett, der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Synths? Was war das mit den Synths? Oh nein, darüber sage ich nichts. Ich mag meinen Job. Du bist aber ziemlich hässlich, Mädchen, es tut mir leid. Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. Das ist ja cool. 2000 Kronkorken könnten wir locker machen. Erzähl mir etwas mehr über dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und... Ein paar Wände eingerissen. Warum gehst du weg? Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Hey, Geneva. Verstanden? Brauchst du etwas, Schätzchen? Eine Baugenehmigung? Finde ich ein bisschen scheiße, dass sie weggeht. Und du bist... Geneva, die Sekretärin des Bürgermeisters. Kümmere mich ums Tagesgeschäft. Ja, kannst du bitte mal nicht wegrennen, du dumme Kuh? Ey, das ist doch voll scheiße. Warum rennt die weg? Das macht doch keinen Sinn. Ich war doch gerade mit ihr im Gespräch. Ich darf hier nichts klauen. Geneva, brauchst du etwas, Schätzchen? Eine Baugenehmigung oder suchst du ein? Und du? Geneva. Aha. Arbeit? Ich suche Arbeit. Als Söldner? Meistens sind ein paar Kopfgelder ausgesetzt. Schau dir mal die Steckbriefe auf dem Markt an. Erzähl mir nochmal von dieser Genehmigung. Ein Haus ist verfügbar im Stadtzentrum. Wie geil, wie sie einfach liegt. Jetzt schläft. Es ist so dumm. Was soll denn der Quatsch? Ich will doch nur mit dir reden. Hör auf, ins scheiß Bett zu gehen. Danach kannst du pennen gehen. Sie mir doch Wurst. Das hey, ist so Geneva, doof gerade. Brauchst du etwas? Das finde ich ein bisschen blöde. Jetzt muss ich fünfmal mit ihr darüber quatschen. Ein Haus. Ich nehm's. Hier ist der Schlüssel. Das wollte ich jetzt nicht. Dann möchte ich dich mal als Erste im großen grünen Juwel willkommen heißen. Dankeschön, weil das Spiel ein bisschen rumgebuggt hat gerade, habe ich jetzt ein Haus gekauft. Okay. Normal, lassen wir jetzt so. Ist ja cool. Was haben sie denn hier alles? Wow, die haben so ein ganzes Giddy-Up Buttercup. Also die haben so einen ganzen. Das ist ja cool. Sieht mal, wie das Teil aussieht. Richtig. Wenn sie ihn können, ist dann so ein Quatsch. Toll, jetzt habe ich meine die Hälfte meiner Kronkorken weggeballert, obwohl ich es noch nicht unbedingt wollte. Ah, ist auch egal. Bürgermeister McDonough. Ich könnte hier alles knacken gerade, ne? Das wäre so gut. Weil der Typ ist ja nicht da. Der echt einen Überblick über die ganze Stadt hat. Aber bei Regen muss es ja echt eklig sein. Ich könnte mir alles angucken von ihm, das wäre so gut. Soll ich? Ich guck jetzt einfach mal, ich habe mal gespeichert. After geht nicht. After, ein Treffer. Das heißt A anfangen haben wir nicht.
irgendwas mit R am Ende? Nicht wirklich. Vielleicht das E. Nein. Also es könnte immer noch das E sein, aber... Slate. Stars. Aber selbst Slate wäre nicht passend. Hints, Plans. Dozen, Meets. After. Ich habe keine Ahnung, was hier das Ding sein könnte. Versuchen wir ein bisschen was loszuwerden. Ich will jetzt nicht nochmal da dran gehen. Am Ende werde ich erwischt oder so. Habe ich keine Lust drauf. Fehler. After. After finde ich komisch. Also, ja. Ne, jetzt denkt ihr wieder Schweinereien. Nein, ich finde es komisch, warum da jetzt nur ein Treffer war und sonst hier nichts mehr ist eigentlich, wenn noch ein Treffer sein könnte. Ich hätte gerne aber meine Versuche wieder aufgefüllt, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, After... Der Items passt ja auch nicht. Clans passt nicht. Stars passt eigentlich auch nicht, weil das R ist auch an der falschen Stelle, das A auch. Hints auch nicht, weil da stimmt überhaupt nichts überein. Spans auch nicht. Stimmt auch gar nichts überein. Es könnte noch Dozen sein. Drin. Okay. Ernennung. Stadtratssitzung. Hinweis für Geneva. Auf absehbare Zeit können alle Treffen des Stadtrats abgesagt werden. Näheres dazu in dieser Mitschrift aus der letzten Sitzung. Die Sitzung des Stadtrats werden ausgesetzt, sofern kein Notfall eintritt. Der Stadtrat hat volles Vertrauen in die Fähigkeit des Bürgermeisters, die Stadtverwaltung allein zu übernehmen. Das ist natürlich irgendwie komisch. Piper, Public Occurrences Reporterin. Hinweis für Geneva. Piper darf unter keinen Umständen dieses Büro. Wenn sie diesen Kreuzzug gegen das Institut fortführt, wird das Konsequenzen haben. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Zeitung weniger beliebt bei der Bevölkerung ist. Dieses Gift, was sie da verkauft, bringt die Leute gegeneinander auf und das werde ich nicht hinnehmen. Okay, haben die was mit dem Institut zu schaffen? Hinweis für Geneva. Kuriere von Mr. Ayo werden bitte sofort in mein Büro vorgelassen. Die Notwendigkeit der Diskretion gilt in dieser Sache besonders. Mr. Ayo, der macht hier Sachen mit dem Institut, ne? Am Bürger Stadtverwaltung Wasseraufbereiter. Die Sicherheit hat schon wieder wegen der Kontrolle über den Wasseraufbereiter angefragt. Sie glaube nicht, dass Sheng Kowalski das hinbekommt. So ein Unfug. Der Kerl ist vielleicht jung, aber das freie Unternehmertum ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens in Diamond City und ich werde nicht zulassen, dass sich jemand in seine Angelegenheiten einmischt. Sicher, seine Einstellung zu Sicherheitsvorschriften ist vielleicht etwas lax, aber das lässt sich auf die übliche Weise handhaben. Sicherheitsbüro. Die Kriminalität in der Stadt ist überschaubar. Ich muss neue Sicherheitsleute daran erinnern, Untersuchungen zu den Entführungen vorerst auf Eis zu legen. Oh Gott, dieses Institut entführt Leute. Wir dürfen diese irren Vorstellung, dass Synths unsere Bürger ersetzen, nicht noch weiter Nahrung geben. Wahrscheinlich ist er ersetzt worden. Sonst könnte es in einem wichtigen Moment zu einer Panik kommen. Was, wenn Supermutanten angreifen und die Leute sich eher fragen, wer ist ein Synth, anstatt die Stadt zu schützen? Nein, dieses Gerede muss unterdrückt werden, denn es wiegelt die Leute nur auf. Power-Noodles-Stand, okay. Hinweis in Geneva bei Anfragen zu einer Reparatur von Takahashi. Bitte diese Mitteilung verlesen. Takahashi gehört zum kulturellen Erbe von Diamond City und das Büro des Bürgermeisters wird nicht auf Anfragen eingehen, die nahelegen, dass er repariert werden müsste. Zwar ist uns bewusst, dass ihn nicht jeder so gut versteht wie die Bewohner von Diamond City, aber wir können aufgrund seiner Bedeutung für unsere Stadt nicht zulassen, dass er in irgendeiner Art verändert wird. Also wahrscheinlich ein Roboter? Die Mauer. Hinweis für Geneva. Der aktuelle Entwurf meiner Rede. Damit sollten sich die Leute beruhigen lassen, da bin ich mir sicher. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sünd und andere Gespenstergeschichten zeigt, ja, nur nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Oder Sünd. Ich bin noch immer derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist. Der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Und das gerade bezweifle ich. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigung anfallen lässt. Gott schütze diese Stadt, Gott schütze die Mauer. My goodness. Aufgegebener Wohnsitz. Hinweis für Geneva. Mir wurde mitgeteilt, dass der Mann, der in den größtenteils verlassenen Weststands lebt, Diamond City für immer verlassen hat. Es muss nun alle üblichen Maßnahmen bei Aufgabe des Wohnsitzes durchgeführt werden. Danach kommt bitte eine Kopie des Hausschlüssels in meinen Safe. Und die machen wir gerade mal auf. Ich habe keine Ahnung von diesen alten Computern.
Kellogg's Hörschlüssel. Coole Sache. Preston hat das gehasst. Ups. Egal. Wir haben den Dings mal bestohlen. Haha, Preston. Haha. Psst. Was gibt's? Reden. Psst. Warte. Hey. Nein. Was denkst du über unsere Beziehung? Du denkst vermutlich, dass du dein Bestes gibst. Mhm. Okay, hat's gehasst. Sehr gut. Oh, wie schön. Das ist alles. Kein Problem. Hier drüben. Aye, aye, man. Du sollst nicht bleiben, du sollst mitkommen. Komm her. Ich kümmere mich drum. Yay, er hat's gehasst und wir sind trotzdem cool. Ist das nicht toll? Jo, da haben wir noch einen Hausschlüssel. Ich habe keine Ahnung, ob das derselbe ist, den wir jetzt schon gekauft haben, aber... Kümmere dich gut haben wir halt 2000. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Okay, hallo. Plopst schon wieder hier rein. Aber wir haben es jetzt erledigt und das ist gut. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr stehlen. Ich weiß, dass er es nicht mag und nee. Vielleicht kriegen wir ja bei ihm positiv... Mein Goodness, was macht dieser Aufzug? Und wie hoch ist das Ding? 20.000 Kilometer? Guck mal, wie lange wir jetzt schon fahren. Das war gerade so grün. Das ist beängstigend. Geh einfach durch das Tor, wenn du willst. Ja, tschüss. Geh rein. Tschüss. Ich wette, hier können wir auch schnell reisen hier draußen. Ja, von hier aus. Gut, die Kettenklinge ist auch irgendwie cool. Ja, wir werden jetzt versuchen, ihn ein bisschen für uns zu, ne, und nicht gegen uns. So ein Scheiß. Das ist echt ein Army-Werkzeug gewesen, wirklich? Das sieht so komisch aus. Ich meine, warum ist da vorne, warum ist das keine einfache Kettensäge, sondern so ein komisch abgezwacktes Ding? Da läuft doch die Kette nicht flüssig durch. Was ist da hinten? Ja, ich gehe schon wieder hier lang und will schon wieder hier über die Reling springen und ganz erforschen. Mayor. Also so kommen wir auch zu dem. Ah, das ist ein Aufzug. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Und was haben wir hier? Natürlich, Sir. Für einen Bewohner Colonial Tap House. Das mag ich an dir, Wellingham. Upper Stance. Du weißt, was du bist. Und du versuchst gar nicht etwas anderes als hilfreich zu sein. Aus der Cortmans, okay. Die Leute da unten. Die Arbeiter aus dem Lower Field wollen immer Sachen, Kneipen, die sie sich nicht verdient haben. Eine scharfsinnige Beobachtung, Sir. Mal sehen, ob die hier was Anständiges zu trinken haben. Hey, Barkeeper, ich könnte hier einen Drink gebrauchen. Sind Sie sicher? Okay, cool. Das Dugout Inn ist vielleicht mehr nach Ihrem Geschmack. Dort gibt es eine große Auswahl billiger Getränke. Du Arsch. Weniger erlesene Geschmäcker. Was? Mein Geld ist hier nichts wert? Also, Sie sind ziemlich staubig. Wir legen hier Wert auf eine gewisse Garderobe und Manieren. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so selten wie möglich in Diamond City bin. Cooles Event. Gefällt mir. Wer bist du? Entschuldigung. Ich habe ja nichts dagegen, dass Fremde nach hier oben kommen, aber musst du unbedingt mit mir sprechen? Ich kann auch andere Dinge mit dir tun. Zum Beispiel Löcher in dich reinballern. Ich wurde zwar programmiert, um zu dienen, aber bei Ihnen mache ich das nur mit Abscheu. Lassen Sie es mich wissen. Gibt es ein Problem? Gar kein Problem. Meine Programmierung schreibt mir vor, dass ich jeden Gast in der kolonialen Kneipe bedienen muss. Selbst die, die hier ganz offensichtlich nichts zu suchen haben. Nur damit böse, Sie es... Meine Sensoren haben festgestellt, dass Sie eindeutig zu wenig Klasse für dieses Etablissement besitzen. Unglaublich. Sag mal, was du so hast. Wenn's sein muss... Einfach nur, um ihn anzupissen. Wenn ich jetzt sehen, was er so hat. Schmutziges Wasser können wir gebrauchen. Das kostet nicht mal viel. Ich meine, das sind 6 Stück. 60, 72 Kronkorken kriegen wir hin. Ich nehme es einfach mal. Was können wir ihm dafür geben, ist halt die Frage, ne? Müssen wir ihm die Splittermine geben? Da haben wir doch schon mal einen guten Teil weg. Die Kronkorkenmine ist viel zu wert. Schau euch mal an, 301 Schaden. Das ist einfach nur kranke Scheiße. Geile, kranke Scheiße. Die Verkäuferkappe gebe ich ihm auf gar keinen Fall. Vorher stürze ich mich hier nackt die Böschung runter, weil... Wir brauchen den Quatsch. Sehr. Wirklich, wirklich sehr. Was können wir ihm denn noch geben? Wir haben doch hier noch ganz viel Krams. Zum Beispiel hier Hubblumen. Geben wir ihm einfach mal 10 Stück von. Hirnpilz bekommt auch noch 3 Stück. Er kann mir ja ein bisschen auch was geben. Zur Not. An Geld. Mylock-Eier sind ihm nichts wert, wirklich.
Ja, komm, deine Kunden wollen sicher hier ein bisschen was von haben. Mutternhundefleisch. Irgendwie mag Preston mich einfach nicht, weil ich auch der Alten die Drogen gebe. Ist nicht so toll, ich weiß, aber... Ich will wissen, was sie noch zu sagen hat. Das war ja cool, also... Okay, er verliert schon 54. Das reicht mir eigentlich schon. Wenn du nur ein paar Mutterbeeren nimmst. So. Cool, dass man auch sieht, wie viel man bekommt. Also nicht nur jetzt, wenn ich in den Handel eingehe, sondern auch so, wenn ich die Sachen hinzufüge, wie viel mir das an Sachen dazu gibt. Ich gehe noch nicht in die koloniale Kneipe. Ich will noch nicht da hoch. Ich will erstmal runter in Diamond City mich umschauen. Warte mal, was ist unsere momentane Quest? Begib dich zur Detektei Valentine. Wir können aber auch... Sieh dir den Steckbrief an. Das will ich haben. Besuch dein Zuhause. Ja. Und ich will haben... Die Story des Jahrhunderts. Weil das wird uns mit dem Institut bringen. Also zum Institut dazu bringen. Was zur Hölle? Warum sind hier Augenbots? Willst du mich verarschen? All Faiths Kapelle, okay. Wir müssen zu einem Arzt. Die synthetische Wahrheit. Ah, Public Occurrences. Oktober 2287. Die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Okay. Nudeln. Wir alle essen sie, wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takahashis steifem, mechanischem Japanisch über den intensiven Geruch jeder Schüssel bis zu jedem feurigen Bissen, der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen. Boah, hätte ich jetzt voll Bock drauf, ne? Die jeder kennt. Oder etwa doch nicht. Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm. Wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister McDonough sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauende Zähne. Ja, er aß Nudeln. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlich warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herumsaßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Coca-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Das ist total doof, wie sie schreibt, finde ich. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hätten sich etwas dazu sagen können, während sie dank Bürgermeister McDonoughs Anti-Ghoul-Gesetz, oh mein Gott, von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Vielleicht können Ghoul nicht ersetzt werden von den Dings, von den Sins. Die hochangesehene Matriarchin Justice Hawthorne, die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da. Habe an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen, dieser McCarter hat es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen, meinte, er käme irgendwo aus dem Westen. War nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealth erfahren. Und Mr. Carter kümmert sich um jeden von uns. Es war wunderbar und dann auf einmal war es schrecklich. Justus, oder ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen. Und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über McCarter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken. Es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und bam! Er schoss Henry dem Barkeeper direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hat Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter und dann war die Hölle los. Das kann ich dir sagen. Was Justus hier beschreibt, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der inzwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealth zum ersten Mal, dass das Institut eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfandroiden verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt, Synths. Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte McCarter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer, aber McCarter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft.
Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach Amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein toter Verrückter, aber er war schrecklich. Aber dann sahen wir da Plastik und das Metall. Das war noch eins der frühen Synth-Modelle und uns wurde klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall, unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb der Synth, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glaubten, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in seinem Gesicht gestützt, aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealth von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziel und Beweggründe niemand kannte. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Synth-Modell verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt, genauer gesagt zu den Nudeln, die Bürgermeister McDonough letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der der Synth Mr. Carter durchgedreht ist und mehrere Menschen getötet hat, nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond Cities glaubten, sie seien Menschen vorbehalten. Sie haben sich geirrt, tun wir das auch. So ein Quatsch. Ich nehm's aber mal mit. Aber was zur Hölle? Nur weil er da sitzt und Nudeln isst, ist er noch kein Synth. So ein Scheiß. Aber er könnte natürlich einer sein. Public Occurrences. Okay, hier können wir auch hin. Diamond City Markt. Okay, wo ist denn... Das hier ist immer noch Public Occurrences. Okay, was auch voll falsch geschrieben ist, ne? Cool. Ihre perfekte Frisur. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Im Trash, wirklich. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Really? Vielleicht haben die gar keine Synths entwickelt, sondern die haben einfach nur Schläfer geschaffen. Also wirklich menschlicher einfach. Wir können die Laborstation nutzen. Das ist cool. Wir dürfen leider hier von nichts mitnehmen. Das ist so gemein, ey. Ich darf nicht mal stehlen. Weil sonst der Typ hier neben mir durchdreht. Und alle umbringt. Wir brauchen... eigentlich mehr Redaways. Stimpaks brauchen wir noch nicht mal unbedingt. Aber ich nehme jetzt trotzdem ein paar. Da brauche ich Stahl für? Really? Krass. Brauche ich für die Bluterspritze? Glasfaser. Ah, nee, Glasfaser und Öl ist viel zu wertvoll, Leute. Und wenn dieses blöde Augenbordvieh nicht gleich Schnauze hält. Nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Okay. Ein Ansässiger. Und das hier ist Takahashi, wie geil. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Was willst du damit sagen? Wow. Ja? Aha. Er will mir Nudeln verkaufen. Dankeschön. Brauche ich nicht. Komischer Kerl, ey. Hanuka Cola Quantum steht hier auch um. Ich könnte hier so viel einsammeln. Das wäre so schön. Was haben wir denn hier für... Wilde Gule im Marspike Tunnel. Ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. In der Nähe vom Marspike Tunnel ist es zu verstärkten Aktivitäten Wilder Gule gekommen. Vorräte sind bei ihnen eher nicht zu holen, aber sie versammeln sich in der Nähe von Gegenden mit interessantem Bergungsgut. Aus dem Zauber des einem ein Lächeln aufs Gesicht, die Welt von diesen Monstern zu befreien. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Keine sonstigen Belohnungen. Toll. Nehmen wir mal mit. Super. Hast Keine du schon Dank. Mal in Good Neighbor? Ist echt ein Drecksloch. Überall Nein, war ich nicht. War ich leider nicht. Arturos Haus, okay. 10 mm Patronen würde ich also gebrauchen. Ich muss hier nochmal hinkommen mit einem anderen. Dann ja, alles platt machen. verbessertes Visier haben wir. Okay, hier geht gar nichts. Können wir hier noch was ändern? Hier können wir zumindest zerlegen. Die Impro-Pistole. Das Adlerauge. Ich glaube, ich kann hier nichts machen. Ich habe hier keine Materialien. Diamond City Surplus, was bist du? Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Okay. Was verkaufst du hier? Alles, Ma'am.
Miss Mörner beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Das ist ein Vorteil. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier, bitte. Okay. Oh, er hat schön Munition, ne? Die 308er hätte ich auch gerne. Aber sonst hat er jetzt nichts so Sinnvolles. Eine Kampfflint, ein Kampfgewehr, Plasmagranaten, Kryogranaten, Maschinenpistolen, Raketenwerfer mit Bajonett. Wie sinnlos, ey. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Ödländer Brustteil, Beweglichkeit und Wahrnehmung. Cool. Hätte ich aber lieber in anderer Küstenwachenmütze auch noch. Okay, ja, der Part ist wieder vorbei, Leute. Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen. Und beim nächsten Mal, glaube ich, gehen wir erst einmal zur Zeitung. Und ich denke, da werden wir was mit Synths tun können. Also irgendwie was machen müssen. Ja, die Haarklammern, aber die brauche ich eigentlich nicht. Wir haben mehr als genug. Hier können wir noch eine ganze Menge Schrott kaufen. Das wäre auch irgendwie cool. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Nee, ist alles eigentlich Quatsch. Ich habe eine Menge von der Railroad gehört, dass sie Synths befreien und so. Scheinen mir ganz in Ordnung was? Zu sein. Ach ja, die Railroad, das war ja auch schon im anderen Ding so. Die befreien Synths? Das ist jetzt so ein Thing? Entdeckt Homeplate. Okay. Homeplate ist... Ach, das ist mein Haus! Oh, Leute! Wir schauen uns unser Haus an beim nächsten Mal. Das wird ein Ding sein. Vielleicht stellen wir hier auch eine Powerrüstung ab. Das wäre auch cool. Was haben wir hier? Ist der Detektiv? Nee, ist auch Homeplate. Ist das alles mir? Das wäre natürlich geil. Aber Leute, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Das wieder heißt Let's Play Fallout 4 und hoffentlich hält Percy dann mal die Schnauze. Bis dann, Leute. Tschüss.